krasse Enthüllung von Ashton Kutcher. Wie er nun in einem Interview verriet, hat ihn die Scheidung von Demi Moore 2013 ziemlich mitgenommen. Um die Trennung zu verarbeiten, zog er sich sogar in die Wildnis zurück. Gleich nachdem ich geschieden war, ging ich alleine für eine Woche in die Berge, so Kutcher. Es folgte ein strikter Detox, er habe nichts gegessen und nichts getrunken. Nur Wasser und Tee habe er zu sich genommen. Außerdem ging er komplett offline und ließ seinen PC und sein Telefon daheim. Ich war allein dort, also redete ich nicht. Und ich hatte nur einen Notizblock und einen Stift und Wasser und Tee für eine Woche. So hart die Erfahrung aber auch für ihn war, er genoss die Einsamkeit. Ich fing etwa am zweiten Tag an zu halluzinieren, was fantastisch war. Während der Zeit überdachte Kutcher zudem alle seine Beziehungen und schrieb einigen Verflossenen einen Brief. Diese schickte er am siebten Tag dann ab. Was darin stand oder wie seine Ex-Freundinnen darauf reagierten, verriet Kutcher allerdings nicht. Insgesamt bezeichnete er seinen Trip als wirklich spirituell und irgendwie großartig. Diese Methode scheint Erfolg gehabt zu haben, denn heute ist Kutcher glücklich. 2015 gab er Mila Kunis das Jawort. Die beiden haben inzwischen zwei gemeinsame Kinder.